So, mein Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video möchte ich gerne auf zwei Aktientitel eingehen, sowohl die Bayer AG wie auch auf Tesla. Wir wollen uns gleich auch mal PayPal anschauen, vielleicht noch ein, zwei andere Märkte, die so in diesem Content passen. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Wichtigkeit der technischen Analyse im Verhältnis zur Fundamentalanalyse, weil sehr, sehr häufig, vor allem so in diesem Value-Investment-Ansatz, versucht man natürlich irgendwelche Unternehmensperlen herauszukristallisieren, die möglicherweise eine sehr gute Bilanz haben, sehr gut aufgestellt sind, was das Management anbelangt, sehr, sehr gute operative Entscheidungen treffen und einfach auch durch ihre Stellung im System, wenn ich es so nennen darf, vielleicht einfach ein sehr üppiges Zukunftsbild ausgeben können. Und das reicht für viele Menschen, um eine Investition zu tätigen. Und ich persönlich muss ganz klar sagen, ich bin nicht so krass drin im Thema Bilanzen lesen, sich mit irgendwelchen Managemententscheidungen auseinandersetzen. Dementsprechend habe ich hohen Respekt davor, sage auch, das hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Ich will aber unbedingt auch darauf hinweisen, dass die technische Analyse, wie im Fall von Bayer, wie im Fall von Tesla und in ganz, ganz vielen anderen Beispielen durchaus ihren Sinn hat. Und ich will das nochmal ganz deutlich herausstellen, warum. Wir müssen immer überlegen, dass vor allem in Märkten, die sehr, sehr stark gehandelt werden mit hohem Handelsvolumen, dass im Prinzip immer geschaut wird, was ist Liquidität, wo kommen Order in den Markt und wo verlassen Order die Märkte. Und das mit dem einen Ziel, sowohl du wie auch ich, wie auch jede andere Person oder jeder andere Algorithmus hat das Ziel, an der Börse Geld zu verdienen. Und wir können das Ganze nur mit zwei Entscheidungen tun, mit Kaufen und mit Verkaufen. Das heißt, der Zeitpunkt ist spannend, wann wir das Ganze tun und letztendlich so die Dauer, mit welchem Horizont, mit welchem Zeithorizont wir das Ganze angehen. Und da wir alle das gleiche Ziel haben und so gesehen um den gleichen Preis konkurrieren, das gleiche Preisgeld, das heißt also, das Geld, was du verdienst, das will auch jemand anderes verdienen, wenn wir das mal so im Kontext darstellen dürfen, da muss uns bewusst sein, dass wir vor allem in einem Umfeld im Trading, wo wirklich nachweislich über 80% der Menschen ihr Geld verlieren, dass wir möglicherweise uns anders verhalten sollen als die meisten. Und der Chart ist ein ganz wichtiges Konstrukt. Ich will nicht sagen wichtiger, aber definitiv auch nicht unwichtiger, einfach gleichbedeutend. Ja, warum wir Kauf- oder Verkaufsentscheidungen in den Märkten treffen können. Und das Preisbild, die Preisbewegungen, das ist nicht wie zum Beispiel auch im Kryptomarkt, dass ganz viele Menschen denken, aufgrund von Chartformationen kann man jetzt die Märkte vorhersehen, um Gottes Willen. Aber was du machen kannst, du kannst den Chart wie eine Art Massenpsychologie sehen. Und weil wir entsprechend die Charttechnik in einem gewissen Maß beigebracht bekommen, können wir auch erahnen, wann und wo Menschen bereit sind, eine Unterstützung zu sehen, einen Widerstand zu sehen und, und. Das heißt, wir haben bestimmte Segmente und Preiszonen, wo wir erkennen, das sind Anhaltspunkte für die meisten Menschen, an denen wir Liquidität erwarten können. Und allein schon diese Punkte im Chart, an denen wir Liquidität zu erwarten haben, das sind die wichtigen Punkte, an denen wir uns auch entlanghangeln können und sagen, das sind möglicherweise so diese Bittsteller, die für den Preis, für die Bewegung, für den ganzen Chart irgendeine Relevanz ausgeben können. Und deswegen ist es für uns zum einen spannend, auch Charts anzugucken. Das heißt nicht, dass du Charts angucken musst für spannende oder für gute Investmententscheidungen. Das heißt aber, wenn du es kannst und wenn du das mit einbringst, erhöhst du sehr wahrscheinlich deine Chance, wenn du das Ganze in einem statistisch nachhaltigen, relevanten Ansatz dann auch weiterfährst. Und der nächste Punkt ist, und das ist ganz, ganz wichtig, wir sind jetzt hier zum Beispiel bei Tesla, wie aber auch bei Bayer sind wir in einem sehr, sehr starken Abwärtstrend. Und ich habe in meinem Umkreis von vielen, die vielleicht sich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, teilweise auch nur sich sporadisch mit den Märkten oder mit der Börse auseinandersetzen, viel gehört mit, ja, Bayer ist doch ein tolles Unternehmen und die wird es auch noch in 10 Jahren geben und solche Geschichten. Und generell halte ich persönlich diese Herangehensweise immer noch besser, als sich gar nicht damit zu beschäftigen. Und wer bin ich, um das Ganze bewerten zu dürfen? Ja, also ich treffe genug Fehlentscheidungen, dass ich mich auf keinen Fall irgendwie als Lehrmeister dahinsetzen möchte und sagen möchte, ich mache es halt alles besser. Ich habe halt nur viele Erfahrungen schon gesammelt, viel Statistik sammeln dürfen und deswegen hoffe ich halt einfach durch so ein paar Gedankengänge hier auch einen Mehrwert, auch wenn dieses Wort inflationär benutzt wird, einen Mehrwert geben zu können. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, du kannst quasi in solchen Bereichen, wenn wir sagen, ja, Bayer ist doch schon günstig und das wird bestimmt hochgehen, das war sicherlich auch eine Idee, als der Markt hier war oder als er hier war oder als er hier war. Und deswegen kannst du versuchen, durch den Chart einfach
ein definierteres Risiko für eine definiertere Chance zu nutzen, um deinen Einstieg etwas besser zu timen. Du kannst die Märkte nicht timen, du kannst aber dein Chancen-Risikoprofil timen, wann du in den Markt gehen möchtest, um ein bestimmtes Profil, einen bestimmten Einstieg, Ausstieg und zu suggerieren, beziehungsweise um da halt einfach diese Definition reinzubekommen. Und das kann dir natürlich in diesem Zusammenhang helfen. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, über Bayer hatten wir schon 2-3 Mal auf diesem Kanal gesprochen und immer wieder quasi darauf hingewiesen, dass wir gesagt haben, auch wenn Bayern ein recht solides Unternehmen ist, natürlich jetzt gerade auch viel Probleme hat mit dem Glyphosat-Skandal und solche Geschichten, also google Bayer gerne mal und da wirst du sehen, da geht einiges ab. Trotzdem wird das Ganze hier abgestraft. Und wir müssen immer überlegen, der aktuelle Kurs, der speist sowohl die Vergangenheit wie auch die Zukunft ein. Und das ist vor allem besser verständlich dann, wenn du vielleicht so ein bisschen sogar spirituell unterwegs bist und dieses Konzept vom Jetzt, so wie Eckhart Tolle es sagt, das Leben im Jetzt, wenn du das jetzt quasi ein bisschen besser visualisieren kannst, was das bedeutet, weil der Preis, den wir jetzt bei der Bayer-Aktie sehen, speist alle möglichen Chancen, aber auch alle möglichen Risiken, die das Ding hat, für die Zukunft ein. Das gleiche gilt für Bitcoin. Wenn Bitcoin jetzt ein paar Tage vor dem Halving steht, dann bedeutet das in den meisten Fällen nicht, dass in 5 Tagen sich der Preis dann super, super krass entwickelt und super positiv bewegt, weil die Information, dass das Halving stattfindet, die steckt schon die ganze Zeit im Markt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sieht, wie sich der Markt, wie sich die Preise bewegen. Und deswegen kannst du mit diesem Verständnis von Marktpsychologie, mit Preisbewegungen, dann diese ganzen Geschichten viel, 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 viel besser einschätzen. Und daher sind wir auch bei Bayer zwar in einem sehr, sehr tiefen Preis, aber noch immer nicht, dass wir sagen, jetzt ist es ein No-Brainer, jetzt müssen wir reinkaufen. Wenn du einen eher so einen chronischen Zyklus hast, dass du halt wirklich sagst, du willst nur nach Zeit kaufen und Bayer wird sich irgendwann wieder bestimmt erholen, dann kann das möglicherweise der Fall sein. Aber stell dir mal vor, das Ganze hast du hier oben irgendwo gemacht. Und wenn wir uns das charttechnisch anschauen, ist das keine Aktie, die du kaufen möchtest. Zumindest aktueller Natur nicht, weil die Charttechnik ganz klar sagt, wir verdauen gerade diesen ganzen brachialen Anstieg, den Bayer hier hatte. Und wir haben uns vom Hoch, was hier bei 144 liegt, haben wir uns gesextelt. Ja, ziemlich genau gesextelt. Ja. 1/6 ist übrig geblieben und 5/6 sind weggegangen. Und das ist eine ganze Menge. Das sind 16,66%, die noch übrig geblieben sind und entsprechend 83%, die nach unten gegangen sind. Das ist eine wirklich verdammte Menge. Schauen wir uns das Ganze auf Monatsbasis an. Es geht weiter nach unten. Und wenn wir mal sehen, wo hat der Markt Umverteilung mitgenommen, beziehungsweise wo hat der Markt gekämpft, eine mögliche Unterstützungszone, wobei das eher dieser gewollte Retailer-Ansatz ist, den ich nicht ganz so unterstütze, aber wenn wir sehen, wo hat der Markt eine Umverteilungszone gebildet, dann ist es hier und die hat der Markt bereits schon bearish gebrochen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, jetzt noch einen halbwegs vernünftigen bullischen Impuls mitzunehmen, wäre, wenn wir uns auf Monatsbasis irgendwann Richtung 28 Euro sind es hier, glaube ich, 28 Euro wieder nach oben bewegen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass wir erstmal dieses Tief im Monat innerhalb der nächsten 12 Tage nach unten nochmal antesten. Und das wären hier nochmal 1-2 Prozentpunkte, vielleicht sogar noch mehr. Wir können ja hier mal die Preisspanne nehmen von hier. Ja, das sind gut und gerne 5-6%, die wir noch als Platz nach unten haben. Was wäre so ein größeres Kursziel für den Markt? Das finde ich persönlich ganz, ganz schwer gerade zu sagen, weil wir auch hier das Tief bei den 8 Euro nicht, weil das Tief bei den 8 Euro nicht mehr weit weg ist. Natürlich ist die Aktie günstiger, aber da ist jetzt auch viel weniger Geld drin. Und wenn die Aktie günstiger wird und viel weniger Volumen drin ist, dann ist der Markt auch viel leichter abzuverkaufen. Und das ist wichtig zu verstehen, dass wenn der Markt eine Trillion wert ist, dann müssen große Geldmengen abgezogen werden. Wenn der Markt nur noch eine Million wert ist, eine Aktie jetzt mal so salopp gesprochen an der Gesamtliquidität, dann können 1, 2, 3, 5 zigtausend Dollar schon was mit dem Preis machen. Ja, und deswegen aufpassen, wenn wir tief sind, das kann immer noch tiefer fallen. Und das sieht für mich persönlich weiterhin, wie auch schon hier oben besprochen, ganz, ganz klar nach einem Finger-weg-Kandidaten aus. Also auch wenn das Ding vermeintlich günstig ist, auch charttechnisch gesehen, fundamental gesehen, weiß ich es noch nicht mal genau. In 26 Tagen wird sich mehr zeigen. Da kann man natürlich gamblen, aber dann ist das wirklich ein Gambling-Ansatz. Und wenn man sagt, hoffentlich kommen gute Zahlen, ist ja denn, du hast irgendwelche Insider-Infos. Aber solange hier so ein starker Trend auf Monatsbasis noch nicht gebrochen ist, sollten wir definitiv die Finger davon lassen. Das Einzige, wenn wir uns mal hier anschauen, wir haben mit einem neuen Tief, mit dem wir rechnen,
haben wir vielleicht so einen Turncoat-Support, der noch ein bisschen tiefer greifen könnte, aber da sehen wir die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten ein, zwei Tagen wirklich auf ca. 20 Euro runtergeht, ist relativ hoch. Dann könnte man mit einem wirklich strikten Risikomanagement ein Bounceback sich vielleicht erhoffen, dass man sagt, hier eine technische Markierung könnte vielleicht für kleinere Kauforder sorgen, vielleicht im Zusammenhang 26 Tage mit dem neuen Geschäftsbericht. Aber ansonsten ist das Ding hier definitiv kein Kauf wert. Genauso wie Tesla. Also auch Tesla hat, und das sagen viele, wenige sind Freunde von den Autos, zumindest aus der Automobilgeschichte, aber die gehen halt auch nur mit dem Trend irgendwo mehr oder weniger, beziehungsweise sie liefern halt das, was die Politik halt auch sagt. Wir sehen auch hier, scheint es sich langsam aber sicher an diesen Turncoat-Support zu bewegen. Das heißt, wir haben hier auch immer noch gut und gerne 8-12% Korrekturpotenzial und noch definitiv keinen Kaufwert, weil wir sehr, sehr stark im Abwärtstrend sind. Vor allem auch Tesla natürlich irgendwo diesen Marketing-Charakter hat, dieses Datensammeln, dadurch vielleicht so diesen großen Hype erlebt oder halt wie gesagt durch gutes Marketing, aber so richtig fundamental ist das Ganze hier immer noch problematisch. Technisch gesehen haben wir einfach die Gewissheit, alles steckt im Markt drin. Alles steckt im Markt drin. Es sei denn, es werden überraschend irgendwelche Zahlen geliefert, aber der Markt speist, ob wir in 10 Jahren nur noch Tesla fahren oder in 10 Jahren es gar keine Elektromotoren mehr gibt. All diese Perspektiven, die Menschen jetzt zum Handeln oder zum Investment treiben, sehen wir, das steckt im aktuellen Preis drin. Noch 6 Tage, dann kommt der Geschäftsbericht. Wir erwarten aber, dass wir weiterhin erstmal nach unten ziehen. Hier erwarten wir nicht wirklich einen Gap-Close, wenn dann ganz kurze Geschichte, aber Breakout nach unten. Tesla ist weiterhin short gerichtet und das könnten wir dann auch vermuten, dass wir Richtung 120 bis 130 Dollar sind. Und dann schauen wir uns den Markt nochmal gemeinsam an, weil auch hier ist es besser zu reagieren, statt zu sagen, wir wollen hier irgendwas in die Zukunft sehen, und das ist eine spannende Geschichte. Öl kann von diesen aktuellen Diskrepanzen leider, also was heißt leider, Öl kann davon gar nicht profitieren. Öl fällt langsam wieder, aber wir sind auch hier sehr stark ausgebrochen. Öl langfristig gesehen immer noch für mich persönlich ein Short-Kandidat, vor allem wenn es Richtung Rezession geht, weil schwache Ölpreise sehr, sehr häufig ein Vorreiter für starke Rezessionen sind. Und damit in diesem Sinne hoffe ich, dass wir einiges hier wieder klären konnten. Ganz liebe Grüße, dein Omni von der Watch Story. Ciao, ciao.